Hallo zusammen, in Starfield gibt es insgesamt 82 verschiedene Skills oder Fähigkeiten und jede dieser Fähigkeiten gibt euch einen individuellen Vorteil. Es ist aber auch so, dass einige dieser Fähigkeiten euch mehr Vorteile geben als andere. Aus dem Grund gibt es hier diese 11 wichtigen Fähigkeiten, die eigentlich jeder benötigt. Ohne viel rumzureden, wie immer starten wir direkt in das Video. Wer möchte, kann mich noch schnell unterstützen mit einem Like und einem Abo und dann starten wir direkt mit diesen 11 Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist Sicherheit. Sie findet ihr unter Technologien. Sie ermöglicht euch, Schlösser zu knacken. Schlösser habt ihr an manchen Türen, Truhen oder Safes. Und wenn ihr so ein Schloss geknackt habt, dann habt ihr meistens eine große Belohnung dahinter und manchmal auch mehr Spielinhalt, wenn es zum Beispiel eine Tür gibt und hinter der Tür können sich dann nochmal weitere Räume und weitere Gänge befinden und dann habt ihr einfach mehr Spiele-Content. Bei diesen Schlössern, da benötigt ihr noch weiter einen Dietrich, um diesen Schloss zu knacken. Es gibt auch Schlösser in verschiedenen Rängen. Das heißt, ihr benötigt dann auch einen besseren Rang eurer Fähigkeitssicherheit, um diese Schlösser dann knacken zu können. Deswegen macht es auch Sinn, diese Fähigkeit so früh wie möglich zu skillen, damit man sie dann in die weiteren Ränge bringt und dann auch immer bessere Schlösser knacken kann. Das Boost Pack Training, das findet ihr auch unter Technologien und ist vermutlich eine der wichtigsten Fähigkeiten für die Fortbewegung. Nicht nur, dass es so viel Spaß macht, es kann auch sehr gut im Kampf verwendet werden. Es gibt auch hier die Empfehlung, das so früh wie möglich zu skillen, um einfach dann später noch weitere höhere Stufen freizuschalten, denn auch die höheren Stufen lohnen sich wirklich. Die Medizin unter Forschung können Sie das finden, ist auch eine ultra wichtige Fähigkeit. Leider habe ich das viel zu spät entdeckt, aber jeder, der schon ein bisschen länger spielt, kennt das Problem. Man ist in einem Fight und man benutzt viele Medipacks, um sich hoch zu healen. Und da ist das Problem, dass diese Medipacks irgendwann ausgehen. Und deswegen ist diese Fähigkeit so wichtig, denn nicht nur, dass sie euch schneller regeneriert, das Leben, sondern es regeneriert auch viel mehr Leben. Das bedeutet, ihr benötigt auch viel weniger Medipacks. Aus dem Grund ultra wichtig und sollte auch schnellstmöglich geskillt werden, damit ihr da entsprechend die Ränge weiter hochskillen könnt. Das Gewichtheben ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Je weiter ihr das hier geskillt habt, desto mehr Tragekapazität habt ihr, also desto mehr Gewicht könnt ihr mit euch tragen. Vor allem wichtig, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid, viel eingesammelt habt, dann könnt ihr auch dank dessen, dass ihr viel mehr tragen könnt, dann auch diese Schnellreisefunktion verwenden, denn die könnt ihr nicht verwenden, wenn ihr überladen seid. Wer in Starfield die Spaceship-Fights mag und viel mit dem Raumschiff unterwegs ist, der sollte unbedingt unter Technologien gehen. Da gibt es die Fähigkeit Fliegen. Vor allem die zwei ersten Ränge sind sehr, sehr wichtig, obwohl ich dann jetzt nicht so viel mache. Auch ich versuche das freizuschalten, denn die Vorteile für das Raumschiff sind wirklich enorm. Hier gibt es einmal auf Rang 1 diese Schubdüsen, die machen euch schneller, aber dann später auf Rang 2 habt ihr einfach ein besseres Wendetempo und ihr habt eine deutlich bessere Manövrierfähigkeit und das bringt euch einen riesen Vorteil, wenn ihr da im Fight mit dem Raumschiff seid. Für das Raumschiff gibt es eine weitere Fähigkeit, die besonders wichtig ist. Zielsteuerungssysteme. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch quasi an das gegnerische Raumschiff dran zu hängen und ihr könnt es in Slow Motion beschießen. Interessant für die Leute, die so eine Art Piraterie-Spielstil hinlegen wollen, denn damit habt ihr dann auch die Möglichkeit, das gegnerische Schiff so zu bearbeiten, dass ihr zum Beispiel nur den Antrieb zerstört und dann könnt ihr euch andocken und das Schiff überfallen und ausrauben und dafür braucht ihr dann dringend diese Fähigkeit. Hier Empfehlung, das mindestens auf Rang 1 zu bringen, noch besser wäre natürlich Rang 2, aber das genügt dann auch schon bei dieser Fähigkeit. Unter physisch habt ihr die Fähigkeit Wohlbefinden und die ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Es gibt einfach mehr Gesundheit, also ihr habt mehr Leben und das pro Rang erhöht sich das Ganze nochmal prozentual für jeden Rangaufstieg um 10%. Das heißt, bei maximal 4 Rängen habt ihr dann am Ende 40% zusätzliche Gesundheit und das ist schon ziemlich viel und deswegen lohnt sich diese Fähigkeit auch besonders. Diese Fähigkeit findet ihr hier unter Forschen, Planetenbesiedlung. Sie wird vor allem später im Spiel
relevant. Warum ist sie relevant? Sie hat mit den Außenposten was zu tun. Natürlich braucht ihr diese Fähigkeiten nicht, um einen Außenposten zu erstellen, aber die gewöhnlichen Außenposten könnt ihr in einem gemäßigten Klima, also unter normalen Temperaturbedingungen erstellen. Aber sobald ihr einen Außenposten in einem Extremklima erstellen möchtet, wie zum Beispiel Kälte oder Hitze, oder unter besonders hohem Druck, dann benötigt ihr diese Fähigkeit und außerdem erhöht diese Fähigkeit auch die maximale Anzahl der Außenposten, die ihr haben könnt. In Starfield zählen sehr viele Waffen zu den ballistischen Waffen, zum Beispiel die Maschinengewehre, Schrotflinten und Pistolen. Und deshalb ist diese Fähigkeit Ballistik in der Kategorie Kampf auch so wichtig, denn ihr skillt einmal dieses Ballistik und all eure ballistischen Waffen werden verstärkt. Die ersten drei Ränge, sie geben euch mehr Schaden. Im Rang 3 habt ihr 30% mehr Schaden und im Rang 4 habt ihr sogar nochmal 30% mehr Reichweite. Aus dem Grund lohnt es sich, diese Fähigkeit so früh wie möglich zu skillen. Wer viel mit Minen und Granaten arbeitet, der muss sich unbedingt die Fähigkeit Sprengstoff anschauen. Die findet ihr auch im Kampf. Und da gibt es einen deutlichen Buff für die Granaten und Minen. Schon bei der ersten Stufe wird dann euch auch eine Flugkurve angezeigt, wenn ihr die Granaten werft, wo sie landen wird und wie die Flugkurve ist. Auch wird der Radius des Sprengstoffs erhöht. Später habt ihr dann nochmal zusätzlichen Schaden und Rang 3 verringert den Schaden, den ihr bekommt. Und was das Lustige ist, bei Rang 4, da werden einfach alle vorherigen Bonis verdoppelt. Das bedeutet, dann habt ihr hier nochmal 50% mehr Radius und 50% mehr Schaden. Und das lohnt sich sehr, wenn ihr Granaten und Minen verwendet. Es gibt nichts Schlimmeres wie ein leeres Magazin mitten im Fight. Und ich glaube, diese Situation kennt jeder. Die Munition im Magazin ist ausgegangen. Man versucht nachzuladen, während man hier umzingelt ist von Gegnern und nichts machen kann, außer wild herumzuhüpfen. Und deswegen gibt es eine sehr hilfreiche Fähigkeit, die heißt schnelles Nachladen, findet ihr im Kampf in der dritten Zeile. Und da solltet ihr mindestens einen Punkt investieren, damit ihr den ersten Rang freischaltet und damit wenigstens die ballistischen Waffen dann um 30% schneller nachgeladen werden. Das waren meine 11 wichtigsten Fähigkeiten. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, Leute, macht's gut.